Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Wir haben es jetzt Montag. Ich habe noch 10 Spiele vor mir. Das ist irgendwie auch merkwürdig, aber egal. Und wir werden jetzt spielen. Ich werde sie hier logischerweise weiterhin wie ein Top 100 Spieler spielen. Jedes Spiel gewinnen. Wir haben die letzten beiden Spiele gewonnen. Wir werden in dieser Aufnahme die beiden Spiele gewinnen. Eine schöne Serie hinlegen. Und haben noch ein kleines Silverpack zum Aufmachen. Moment. Das wird geil, das wird richtig wild. Da ist der geile Dreck drin. Ich bekomme Schluck auf. Fuck. Mal gucken, ob was wert ist. Dann haben wir Glück. Neun. Ja, wir werden jetzt jedes Spiel gewinnen, werden vor allem defensiv so gut spielen wie in den letzten beiden Spielen, werden offensiv noch besser spielen und werden, ja, alle Spiele noch gewinnen. Toll. So, noch 10 Spiele. Mal gucken. Wäre geil, wenn ich vielleicht nicht jedes Spiel machen müsste, weil vielleicht der ein oder andere. Oh, bitte keine Spiele, wo wieder. Ich weiß gar nicht, ob ich Bundesliga oder Calcio spielen muss, wo wieder die Verbindung abbricht, ist das Spiel nochmal machen muss. Es sei denn, ich liege hinten, dann darf es gar nicht passieren. Wobei, wenn es passiert und ich liege vorn, ist es ja sogar gut, weil dann zählt es ja als Sieg, fällt mir gerade ein. Aber ich lag bisher immer hinten oder es war unentschieden, wenn das passiert ist. So. Action, Konzentration, Gewinnen, Spielen, toll, wird geil. So, jetzt konzentrieren, keine Scheiße labern, nicht so viel reden. Außer er schießt gerade das Tor oder so. Oh, Buffon im Tor. Generell scheint schon mal ein ziemlich gutes Team zu sein. Oh, Schmelzer auf links. Oh, er hat einen Mix aus Calcio A und alles. Frankreich, da spielt voll Frankreich. Was da war alles? Da war Calcio A, da war Bundesliga, da war. Da war aber auch, können wir noch mal schauen. Also, wir haben Calcio A, wir haben mit zum Beispiel Buffon und Manolas und Lichtsteiner und Nainggolan. Ja, und Matuidi. Wir haben aber auch Bundesliga mit Sokrates und Schmelzer und Tolisso. Wir haben Premier League mit Martial. Wir haben französische Liga, also Ligue 1 mit Mbappé im Sturm. Wir haben aber auch die Liga BBVA mit Dembele. Also vorne hat er vor allem sehr viele Franzosen. Konzentration, Konzentration. Und er hat Wolfsburg Stadion. Ich weiß gar nicht, hat er auch Wolfsburg Trikots an? Nee, ne? Ist wahrscheinlich jemand, der gerne dribbelt, denke ich mal. Also es sind zumindest alles recht dribbelstarke Spieler, die er davon stehen hat. Also wenn jetzt nichts Ungewöhnliches ist, aber es fällt auf. Oh, das war knapp. Hallo, warum bekomme ich den Ball nicht wieder? Krass gemacht von Tolisso. Bisher noch kein Abschluss von niemandem von uns. Ungewöhnlich. Mein Spiel ist noch nicht sehr lang, aber es sind auch schon Tore gefallen innerhalb der ersten 5 Spielminuten. Nainggolan läuft leider mit. So, jetzt bauen wir mal einen Angriff auf, wo wir auch am Ende zum Torabschluss kommen und vielleicht ein Tor schießen. Wo wir zum Torabschluss kommen und am Ende vielleicht ein Tor schießen. Lassen wir das vielleicht einfach mal weg. Schön gemacht, mit Icardi verzögert. Dann in den Lauf. Brozovic nimmt den Ball um den Gegner rum und ja, schießt ihn dann ins lange Eck. Buffon hält ihn nicht, hätte ich nicht gedacht. Aber wenn Buffon ihn nicht hält, wer soll ihn dann halten? Ich denke auch Manuel Neuer hat es da schwer. Jetzt gehen wir mal auf Defensiv. Rotmann. Ganz in Ruhe, wenn er mir nichts anbietet, dann machen wir es langsam. Jetzt bietet er ein bisschen an. Wir waren sogar am Ball dran, aber Gegner war zu nah dran.
Ich dachte, er läuft außen rum und wir können außen rum den Laufpass spielen. Vielleicht dachte der Gegner das gerade genauso, ich weiß es nicht. Schade. Finde auf jeden Fall das Reinlegen in die Mitte, das ist nicht mehr so einfach wie in FIFA 17. Ich meine, auch in FIFA 17 war es nicht das einfachste der Welt, aber einfacher als in FIFA 18, wie ich finde. Ich hätte nochmal auf Icardi passen können, aber ich habe es zu spät gesehen, habe ich schon abgeschlossen. Macht ziemlich viele Aufbaufehler, der Kollege. Schade. Mist, bei der Übermacht hätten wir eigentlich schon mal ein zweites so machen können. Ah, es war zu spät, der Pass. Der Pass war krass. Dass das kein Abseits war, unglaublich. Das war ein krasser Pass. Glück gehabt, dass der nicht reinging. Aber ich will auch nicht nochmal so einen beschissenen Abspielfehler machen. Da in den Sturm auf Icardi, da war richtig dumm der Pass von mir. War viel zu risikoreich. Hätte man besser lösen können. Wusste es, dass das funktioniert. Okay. Laufduelle sollte ich mich wohl weniger einlassen, wie es aussieht. Schwacher Abschluss, aber es ist ein gutes Zeichen, wenn er in der Situation abschließt, da kommen wir nicht gut durch. Aber das 1-0 ist gefährlich. Ich überlege gerade. Ja, keine Laufduelle mehr. Das war keine gute Idee. Macht es mir auch nicht wirklich einfach durchzukommen. Ich kann wirklich mich über dieses erste Tor freuen, würde ich sagen. Ich denke, ich werde jetzt auch einfach ein bisschen mehr kommen lassen, weil er macht es schon recht gut und eher abwartend. Ich habe halt nicht gedacht, dass er jetzt die Mitte dazu deckt, wenn ich ganz ehrlich bin. Und hier mache ich den Fehler, dass ich nicht mitlaufe, weil ich. Ja, war mein Fehler, schlecht verteidigt. Ich denke halt einfach, dass er da nicht durchzieht. Ich habe gedacht, er zieht jetzt nicht einfach durch und habe halt falsch antizipiert. Aber das regt mich auf. Ich mache einen ganz klaren Fehler und es fällt direkt wieder das Tor. Oh. So zum Kotzen. Es kann doch nicht sein, dass ein einziger Fehler immer zum Gegentor führt. Das war auch wieder kein leichter Abschluss. Aus der Position da abzuschließen, war ein schlechter Winkel. Also, oh Mann. Klar ist es mein eigener Fehler, aber dass er direkt wieder bestraft wird, ist zum Kotzen. Und es war jetzt auch kein total dummer Fehler. Ich habe einfach
falsch, wie gesagt, antizipiert. Er hat gedacht, okay, er wird hier nicht ganz durchziehen, weil er davon ausgehen wird, dass ich das zustelle. Und es war halt wieder dumm. Ich muss halt, ich denke teilweise einfach zu sehr. Ins nächste Level. Ich muss viel häufiger anscheinend wirklich einfach nur straight forward denken, also auf ein Level, nicht auf zwei. Es ist schön, dass ich das zweite Tor mache, aber es ist trotzdem scheiße, dass. Schön, wie das das angepasst hat. Erst hält er die Ohren, hält er die Hand am Ohr, so von wegen, es ist leise, ich höre euch nicht. Und dann macht er halt vor der Kamera. Das war irgendwie geil. Das war Zufall. Ich glaube, man kann nicht wählen, was für ein Jubel der vor der Kamera macht. Also ich habe zumindest nichts gemacht, bin einfach nur hingerannt. So, es ärgert mich trotzdem, dieses Gegentor. Das hätte nicht sein müssen. Dieses Tor war ein bisschen glücklich, wie wir dann nochmal an den Ball kommen, aber dann der Pass zu Icardi war schön und der Abschluss von Icardi war schön. Okay, da konnte ich wenig machen, hat er gut gespielt, ich laufe mit, ich bin dran, aber was soll ich machen? Also da, das ist eins der wenigen Tore, wo ich sage, wüsste ich jetzt nicht, was ich da hätte noch besser machen sollen. Da läuft einfach sein Spieler gut mit, meine Verteidigung wieder beschissen und da ist das Ding halt drin. Das ist natürlich sehr ärgerlich, nachdem ich hier gerade das 2-2, das 2-1 mache, das dann direkt zu so beschissen ausgeglichen wird. Zumal ich den einen Ball halt auch wieder erarbeitet habe, also auch Glück vom Gegner, dass er da. Dass er da auch einfach wieder an den Ball kommt. Schön gemacht von Strootmann. Elfmeter. Sorry, aber es war ein klarer Elfmeter. Oh, was ist denn das schon wieder für ein Spiel? Krass. Ich überlege gerade, ob ich Lacazette jetzt einwechsle. Nicht um den Elfmeter zu schießen. Ach so, man kann jetzt nicht wechseln, okay. Puh, 3-2. Bitte jetzt nicht direkt wieder mit Anstoßen, Gegentreffer, wäre ganz geil. Wie er schon jubelt, als der Ball noch nicht mal hinten am Netz angekommen ist. Jetzt habe ich Flügelwechsel eingegeben. Wollte ich gar nicht. Oh, ich wollte nicht Schusstäusche machen. Mann, zum Glück passiert das nicht oft, aber immer noch zu oft. Man macht trotzdem eigentlich viel zu viele Aufbaufehler, spielt viel zu oft den eigenen Mann an. Und es liegt nicht daran, dass meine so gut abfangen würden, wie das in dem einen Spiel so krass war, sondern. Sondern es liegt daran, dass er einfach schlecht passt oder schlechte Passwege wählt. Ja, es war Abseits. Hat nun jeder mitbekommen, dass es Abseits war. Sorry, aber war nun ganz, ganz klares Abseits. So, El Shaarawy haben wir nicht groß genutzt. Ich überlege, ob es Sinn macht, jetzt überhaupt Lacazette schon einzuwechseln. Eigentlich ist es noch fast zu zeitig. Aber es ist halt ein Spiel, wo es wichtig sein könnte. Ja, ich nehme mal rein. Puh, gefällt mir eigentlich alles nicht so richtig, muss ich zugeben. Ja, mal versuchen, da drüber zu flanken. Klappt sogar.
Und das mal nicht geil gespielt war. Und ich würde sagen, jetzt fällt der Baum, Freunde. Jetzt fällt der Baum. Vielleicht reichen die zwei Tore schon, um das Spiel zu gewinnen. Nicht aufgesteckt, gute Moral. Und jetzt hoffe ich doch mal. Also, das war aber auch schön gespielt. Die Karte ein bisschen rumgeeiert, bis wir dann abspielen konnten. Ach ne, es war Brozovic, oder? Was die Karte? Brozovic? Ne, Brozovic. Oh, Gegnerwechsel, wie es aussieht. Den Bele gegen irgendjemand. Gehen wir auch mal auf. Oh, jetzt habe ich wieder Flügelwechsel eingegeben. Ich will einfach nur auf sehr defensiv gehen. Okay, er läuft nicht zu. Komisch, dass er nicht zuläuft. Das machen eigentlich so gut wie alle. Oh, was für ein schlechter Laufpass. Lack hat dann so viel Platz, aber wenn er halt dann so schwach gespielt wird, der Laufpass, ist klar. Der Pass war auch wieder gut. Hätte man, denke ich, einen Tick besser verteidigen können. Aber zum Glück war dann hier mal der Winkel so eng, dass der leichte kleine Fehler nicht bestraft wurde. Oh, der Kopfball geht zum Glück auch nicht rein. Habe ich ein bisschen übertrieben mit den Dribblings. Oh, jetzt geht er anscheinend ins fette Pressing rein. Zumindest vor ein paar Sekunden. Schade. Ja, sorry, da laufe ich jetzt nun wirklich die ganze Zeit mit. Ja, das war nicht so schlau. Boah, den habe ich echt reingehen sehen. Krass. Zum Glück, aber es ist auch zum Glück keine einfache Situation gewesen zum Schießen. Also der Abschluss war nicht so einfach, weil er stand da auch nicht gut ausgerichtet oder so. Okay, wenn er jetzt noch ein Tor schießt, dann gehe ich auf Zeitspiel. Und es ist zwar nicht so einfach im FIFA 18, wie ich finde, aber ich habe es bisher auch nur einmal richtig durchgezogen und da hat es geklappt. Was? Wir hatten den Ball. Was macht denn Lacazette da? Ey, wenn die nicht irgendwie tacklen können, dann machen die echt die blödesten, dümmsten Tacklings überhaupt. Das habe ich einen Frosch im Hals. Und kann nichts dagegen machen momentan. Oh, ich dachte eigentlich, er gewinnt wieder das Kopfball-Duell. Boah, eigentlich auch gut gespielt, aber auch wieder schwieriger Abschluss. Keine Ahnung, was Mbappé da für Werte hat. Ist, glaube ich, auch der erste Gegner, der ihn hat. Er wird wahrscheinlich super teuer sein. Er ist, glaube ich, auch sehr schnell und dribbelstark. Aber weiß nicht, was für Abschlusswerte er hat. Ja, komm. 3-4 in der 90. Minute. Und das war einfach ein schöner Distanzschuss. Kann ich, denke ich, auch nicht wirklich besser verteidigen. Man könnte vielleicht ins Detail gehen und es nochmal krasser analysieren, aber jetzt für meine Art des Spiels ist es dann natürlich. Frag ich das nicht. So, und jetzt gehen wir einfach auf Zeit. Das Ding ist eh durch, ja. Sehr schön. Ich denke, es war auch ein verdienter Sieg, weil der Gegner gerade dann, nicht mehr so sehr am Ende, aber gerade am Anfang hat er so viele Aufbaufehler gehabt. Tore. Einmal Icardi, zweimal Brozovic, einmal Gulam über den Elfmeter. Zwei Vorlagen Icardi, einmal Brozovic. Beide drei Scorerpunkte. Moment mal, wie waren die Bewertungen gehabt? Wir hatten gleiche Bewertung, okay. So, jetzt brauchen wir, glaube ich, noch zwei Siege für Gold.
3, dann haben wir unser Minimalziel erreicht. Jetzt machen wir noch den nächsten Sieg. Dann haben wir 4 Spiele in Folge gewonnen. Machen hier eine schöne. Aber wir gewinnen jetzt eh noch jedes Spiel, von daher passt das. Bundesliga. Wäre auf jeden Fall nach dieser einen Aufnahme erstmal was essen. Bevor ich dann die restlichen 8 mache. Die restlichen 8 Spiele. Piszczek bleibt, hat nur noch ein Spiel. Der Rest war es eigentlich. Aubameyang hat in 2 Spielen nur ein Tor, also auch nicht wirklich überragend. Da ist ja Wagner bisher besser gewesen, aber nur von den Scorerwerten her. Hat sich eigentlich ganz gut angefühlt, unser Aubameyang. Mal schauen, wie er jetzt in dem Spiel ist. Higuain war ja auch nicht so geil als 90er Stürmer. Aber gut, mit dem richtigen Champions League Style kann er natürlich geil werden. Oh, er hat auch Donnarumma am Tor, allerdings hat er hier auch fast bei fast jedem Spieler nur Basic Champions League Style. Immobile im Sturm. Und er hat die gleiche Formation wie wir. Und er hat den gleichen ZOM, glaube ich, nur halt die, nicht die Inform. Das war, glaube ich, auch Brozovic. Konzentration, Freunde. Wir wollen gewinnen, wir müssen gewinnen, wir werden gewinnen. Wir werden noch besser spielen als gerade eben, weil wir haben drei Gegentore sogar gefressen und das gefällt mir natürlich nicht. Ich fand eigentlich auch den Gegner. Nicht so schlecht, den letzten. Gerade auch in der Verteidigung. Ja, da hat er sich den Ball etwas zu weit vorgelegt und hier hätte ich direkt abspielen müssen. Das war mein Fehler. Hector nimmt ihn mal mit. Ja, glaube ich, das brauchen wir eigentlich nicht pfeifen, das ist eigentlich kein Foul, aber okay. Nehme ich natürlich gerne mit. Richtig schlecht in die Mitte gezogen. Richtig, richtig schlecht von mir. Ich lieber irgendwo die Flanke suchen sollen. Hä, es war da auch kein Feuer, hat ihn noch gar nicht berührt. Schön abgefälscht. Ist aber auch nicht wirklich gut durchgekommen. Schönes Zeichen. Da stand meine Abwehr gut. Schick schmelzt im Lauf, dass er direkt durchläuft. Macht er natürlich nicht. Setzt sich Toprak mit seinem Körper durch, sehr schön. Auch sehr abwartender Spielstil bei ihm. Aber das muss ja nicht schlecht sein. Keine Ahnung, was er da gedacht hat, wie der ankommen soll. Muss sagen, Kramaric macht irgendwie auch nicht so richtig vorwärts, oder? Aber letztes Jahr haben meine LMs, RMs generell nicht mehr so viel gemacht.
Scheiße. Ja, schwer durchzukommen, ist sehr ausgeglichen bisher das Spiel. Scheint auch eher defensiv zu spielen und auf Konter, habe ich das Gefühl. Wobei seine Formation eigentlich überhaupt gar nicht gut ist für Konter. Also es ist keine gute Konterformation, finde ich. Oh, das dauert teilweise zu lang, was ich mache. Zum Glück klappte sich aus der Drehung. Ja, das war jetzt einfach, das hätte ich nicht zulassen dürfen. Ich glaube, es ist wieder eine Ecke. Das war bitte Abseits. Das war bitte Abseits. Hä? Wie kann denn das kein Abseits gewesen sein? Was hat denn meine Abwehr da gemacht? Okay, egal. Wir drehen das Spiel jetzt. Scheiße, dass diese Kacke über eine beschissene Ecke kommt. Weil das zeigt mir ja, dass er nicht gut mitkommt aus dem Spiel heraus. Aber trotzdem hätte man besser spielen können. Wollte mich erst drehen und dann schießen, aber wenigstens mal ein ganz anständiger Abschluss. Ach, das Gegentor ärgert mich, weil es halt einfach nicht so aus dem Spiel raus ist. Der Gegner verteidigt ganz gut. Fuck. Es wird schwer, hier ein Tor zu schießen. Aber es ist nur ein Tor. Ein Tor fällt schnell in FIFA 18. Und als Top 100 Spieler schaffen wir das schon. Schade, war aber gut durchgespielt. Oh, was? Dann kriegt er wegen so einem Scheiß eine Ecke geschenkt. So wie zum Thema Konter.
Oh, faul. Okay. Oh, das war ein richtig geiler Schuss. Nicht mal die Ecke, fuck. Das drücken wir aber zumindestens. Und so weiter geht es nur eine Frage der Zeit, bis hier das 1-1 fällt. Was? Ich hab doch schon auf Passen gedrückt. Ey, was ist denn mit dem? Und gegen so jemanden liege ich hinten, ey. Peinlich. Da schießt er von da. Unglaublich. Leicht lucky, aber was soll's. Sein Treffer war auch nicht wirklich richtig aus dem Spiel raus. Nur so halb. Ach, nice, danke, Aubameyang. Und wie gesagt, es hat sich ja nur angedeutet. Ich glaube, der erste Schuss wäre daneben. Und etwas. Wobei, der hat ja schon schnelle Reflexe, aber vielleicht ist das Stellungsspiel nicht ganz optimal gewesen bei Donnarumma. Schwer zu sagen. Tja, die Schusslöschung hat gar nichts gebracht. Glücklicherweise. Ging leider zu hoch, schade. Oh Mann, war aber auch keine gute Situation für einen Abschluss. Außer Drehung, aber ich habe es trotzdem den Alu zu treffen, Glück gehabt. Falls es eine Verlängerung gibt, werde ich auf jeden Fall Lacazette einwechseln. Oh, schade. Aber vielleicht machen wir jetzt einen. Haben lange keinen mehr direkt aus dem bei einer Ecke gemacht. Ah, da ist gar niemand. Selbst der war gefährlich von Aubameyang, obwohl ich ihn ganz anders schießen wollte. Wieder dieser Heel-to-Heel, der einfach nichts bringt, aber egal. Okay, Verlängerung. Schön, dass wir noch das 1-1 schaffen, aber es war, denke ich, auch verdient, dieser Ausgleich. Und jetzt, ich nehme mal Kramaric. Ich weiß auch nicht, was mit ihm los ist, aber ich denke, also er ist besser als Traoré, aber er macht irgendwie nicht mehr so geil viel.
Naja, Lacazette rein. Oh, Aubameyang hat auch nicht mehr so viel Power, sehe ich gerade. Vielleicht macht es ja sogar Sinn. Ich meine, so vogelwild war Aubameyang jetzt eigentlich nicht drauf, dass wir vielleicht Lacazette mit Aubameyang tauschen. Ich probiere es mal. Da wollte ich nicht hinpassen. Er sollte direkt den Ball wieder abgeben. Er macht's nicht. Naja, ist egal. Ich brauche nicht erklären, woran es lag, aber da sollte er nicht mal andersweit hinpassen. Oh, genau das will ich doch decken, und die hat er noch mal Glück. Scheiß Lackertor, verficktes dreckiges Lackertor, ey. Fuck! Ich hatte zwar einen kleinen Stellungsfehler mit Toprak, aber ich hatte den Ball, der lag in sich direkt wieder. So ein Scheiß. Okay, das war ein bisschen scheiße. Steh doch nur quasi auf dem Ball drauf, ey. Ach du Scheiße. Fuck! So ein scheiß Gegentor, ey. Aber gut, wenn ich jetzt dadurch verliere, dann. Ich bin dann trotzdem kein. Also wenn jetzt nicht noch irgendwie Scheiße passiert, dann kann ich auch durch mit der Niederlage leben, weil das war halt einfach ein beschissenes Gegentor. Da liegt jemand, verdammt nochmal, der das Abseits aufhebt. Vielen Dank. Scheiße. Ach, komm schon. Ich werde auf sehr offensiv gehen, vielleicht. Da muss noch was gehen. Komm schon, noch ein Tor machen. Ich meine, Elfmeterschießen sollte ich mich auch nicht drauf freuen. Ich hatte jetzt, glaube ich, fünf oder sechs Elfmeterschießen, habe nur eins bisher gewonnen. Och, du bekloppter Idiot, ey. Wenn wir jetzt ein Tor fressen, drehe ich durch. Ich drehe durch. Habt ihr das gesehen, was der Idiot macht? Dieser beschissene Pass war so schlecht und er springt hoch und versucht ihn zu bekommen. Wie dumm, ey. Wie beschissen dumm der ist. Ich glaube, Pisscheck war's. Danke, deswegen verlieren wir jetzt auf jeden Fall das Spiel, weil ich zwei Tore wahrscheinlich nicht mehr spiele in einer Halbzeit. Fick dich einfach. Doppelt Alu, herzlichen Glückwunsch. Jetzt ist es also auch noch unverdient, dass wir hier verlieren. Das war ein dummer Pass von mir. Das war ein dummer. Naja, das war einfach scheiße.
Och Mann, das ist natürlich jetzt doch eine bittere Niederlage. Ich bin trotzdem zufrieden mit meinem Spiel, sage ich so, wie es ist. Man kann halt nicht einfach, ja, jeden Fehler verhindern, das ist einfach unmöglich. Man macht nur mal Fehler, man kann nur versuchen, so wenig und so schlimme wie möglich zu machen, aber dann so zu verlieren ist natürlich wieder bitter. Ist, wie gesagt, meiner Meinung nach auch nicht verdient. Ich denke, unentschieden ist hier absolut verdient oder wäre hier verdient. Aber unentschieden bedeutet ja schon, dass es so knapp ist. Das ist klar, dass meistens, wenn ein Unentschieden verdient wäre, es nicht so kommt, sondern einer von beiden gewinnt. Schön mit Toprak, der dann logischerweise auch keine Pässe spielen kann. Egal, bis zum nächsten Mal, Praxis.